Moin und herzlich willkommen zur 10. Folge von Kräftra TV. Heute mit Frank und wir sind hier auf dem Heidbergring im Osten von Hamburg. Und wir stellen euch heute eine Honda Güllepumpe CX500 vor. Ja, was gibt es dazu zu sagen? Das ist normalerweise ein verpöntes Altmotorrad gewesen, was die Motorradfahrer immer so ein bisschen Mauerblümchen-Dasein gepflegt hat. Und jetzt ist es zu ganz neuen Leben erweckt worden in Bezug auf ganz anderes Understandment und eben halt vom Bereich weg von der Güllepumpe, von der CX. Ja, das Motorrad ist, wie gesagt, eine 500 CX-C gewesen, also CX-500C. Die habe ich gekauft für 750 Euro, glaube ich. Und warum ich die gekauft habe, ist ziemlich einfach. Mein Freund Olli, bei dem das Motorrad auch gebaut worden ist, Green Island Bikes, kennt ihr von der 8. Folge, der ist eigentlich bekennender Harley-Fan und Shopper-Fan. Und ich fahre überhaupt gar nicht gerne Shopper und Harley schon gar nicht. Und da habe ich mir gedacht, wenn ich mit dem durch die Gegend fahre, dann brauche ich ein Motorrad, was einigermaßen schnell fährt und cool aussieht, damit man ja auch dann dementsprechend mit so einem Harley-Fahrer gleichziehen kann. Und da haben wir eben halt einiges dran verändert und ja, das ist eigentlich ganz gut gelungen. Man kann hervorragende Schräglagen damit fahren. Die Leute sagen, okay, mit den Avon-Reifen, da geht es nicht. Und ich behaupte das Gegenteil. Also man kann da eben halt, hier haben wir ja das Nummernschild, also das ist dann noch 1 cm und wenn ich das will, dann schleift das eben halt auch auf der Erde. Ihr Spitzname war wenig schmeichelhaft. Güllepumpe wurde die Honda CX500 gerne genannt. Und schuld daran war Röttger Feldmann, der sich in seinen Werner Comics über die moderne Maschine lustig machte. Eine Wasserkühlung, wie die CX500 sie hatte, war in seinen Augen für ein vernünftig konstruiertes Motorrad überflüssig. Besser geeignet sei ein solches Aggregat, um Gülle auf ein Feld zu pumpen. Ob überflüssig oder nicht, darüber lässt sich lange diskutieren. Modern war sie auf alle Fälle. Wasserkühlung, elektronische Zündung und wartungsarmer Kardanantrieb waren zu dieser Zeit absolut innovativ. Außerdem war die CX500 das erste Serienmotorrad, auf dem schlauchlose Reifen verwendet werden konnten. Gebaut wurde die Güllepumpe zwischen 1978 und 1986. Angetrieben wurde der Tourer durch einen Stoßstangen 80 Grad V-Motor mit 4 Ventilen pro Zylinder und längsliegender Kurbelwelle. Und Güllepumpe hin oder her, die CX500 war extrem zuverlässig und wurde in vielen Versionen gebaut. Angefangen von der Standard CX500 über einen Softchopper, die Silverwing-Modelle, die CXE Eurosport und die bislang einzigen Honda-Motorräder mit Abgas-Turbolader, die CX-Turbo. Ja, und das Wesentliche jetzt ist mal die Frage, warum das so gemacht worden ist und was für dich der Knackpunkt ist vom Vorteil der Fahrbarkeit bei so einem Motor, was so merkwürdig aussieht im Großen und Ganzen. Ja, merkwürdig würde ich mal unterstellen. Also das ist so geworden, wie ich mir das vorgestellt habe. Also wir haben das erstmal höher gelegt. Ne? Wir haben da eine Bolle-Ohr-Gabel reingebaut von einer 900er. Das sieht man auch an den Bremsen, also das bremst auch ordentlich. Dann haben wir eben halt, ursprünglich sind die Räder unterschiedlich groß, 16, 19 Zoll. Und wir haben da eben halt ein 16 Zoll Vorderrad reingebaut von einer VFR 500, glaube ich, war es, oder 750, also ein Kurbstahlrad, angepasst in die Bolle-Ohr-Gabel, andere Federn reingebaut. Und dann das Ganze eben halt mit diesen Luftdruckfederbeinen auch noch etwas höher gesetzt, sodass die Bodenfreiheit extrem hoch ist. Und dann haben wir eben halt diese 500016 Avon-Reifen montiert, die das Ganze eben halt abrunden, bobberhaft. Also die Bremse geht hervorragend, wesentlich besser als die vorige Bremse. Und mit den Reifen kann man auch schräg fahren. Das Motorrad hat keinen Druck, ist ursprünglich eine 27 PS Version gewesen. Haben wir die Dämpfer da rausgebaut. Das hat ja auch alles TÜV wieder, nicht? Also für die Herren der Polizei hat alles TÜV, ist alles eingetragen. Lenker, eben halt die Pumpe, der Auspuff, da ist nichts, was da irgendwie wiederum uns anhalten tut. Nicht? Also wenn sie anhalten, dann müssen wir wieder sagen, ist alles TÜV-mäßig. Ja, also ich muss sagen, beim Hinterherfahren, wir haben die ersten Kameraaufnahmen jetzt schon im Kasten, muss ich sagen, beeindruckend.
wie harmonisch das hier fährt auf dem Kurs. Wir sind vom Wetter ja nicht ganz verwöhnt, jetzt im Moment so leicht regnerisch, feucht. Und dann legt der Sven hier eine Linie hin, da war ich echt beeindruckt, dass das mit so einem Motorrad so geht. Danach sieht es echt nicht aus, dass du das so hinbekommst. Die Fahrbarkeit ist enorm. Also. Fahrbarkeit total gegeben. Und ich finde ja auch zum Beispiel so das Heck mit den Megafontüten, das ist irgendwie so total cool. Und da hat Olli ja ganz tolle Ideen auch gehabt, hier zum Beispiel mit diesem kleinen LED-Rücklicht, was eben halt auch TÜV hat, ne? Ey, super gut, und das ist total gecleant, und dann sieht man eben halt diesen Retro-Reifen und in Verbindung mit dieser goldenen Lackierung, die finde ich persönlich das total schön, ist ein super Motorrad geworden, wobei man eben halt damit cruisen kann, und wenn dich dann da jemand mit dir unterwegs sein möchte, der ja flott fahren will, altengerecht oder sowas, dann ist das durchaus mit diesem Motorrad möglich. Ja, das haben wir, glaube ich, auch schon zu sehen bekommen. Ein paar Aufnahmen folgen ja noch. Ich denke mal, im Großen und Ganzen haben wir viel erzählt über das Motorrad, was sonst so langweilig und uninteressant war und was jetzt irgendwie was ganz Besonderes geworden ist. So sehe ja, ich das. Da bedanke ich mich auch noch ganz herzlich bei Olli, der dann eben halt meine Ideen da so ein bisschen umgesetzt hat. Er hatte sich erst ja geweigert, die Güllepumpe umzubauen. Spätestens seit Werner weiß man, dass die CX500 Güllepumpe heißt. Die gab es übrigens ja auch in vielen Ausführungen. Ne? Bis hin zu Turbomotoren. Schobber. Genau, Schobber, Straßenmotorrad, Tourmotorrad. Ja. Ist ein bisschen verkannt. Ne? Zweizylinder V-Motor, wassergekühlt, ist idiotensicher, hält ja ewig. Ne? Aber Honda sind vielleicht seiner Zeit voraus. Und da hat man Honda das noch nicht so richtig abgenommen, dass sie solche Motoren bauen. Fast so Richtung BMW, Gucci schon fast so ein bisschen in die Richtung ging. Und dann ist es wahrscheinlich bei den japanischen Fahrern nicht so angenommen worden. Ne? Ja, bei den europäischen jetzt, nicht. Ne? Und ja, jetzt kommen sie. Jetzt, ne? Merkt man es. Jetzt, ja, merkt man, dass die Dinger auch wirklich ihren Zeitgeist haben und gefunden haben. Ne? Und zu Recht. Cool wäre es ja, wenn es diesen Motor als V4 wassergekühlt geben würde. Das wäre eine Granate. Aber ich glaube, da waren auch mal Überlegungen, sind aber nie umgesetzt worden. Und naja. So von den Gewichtsmaßen ist dann irgendwann ist dann auch ein bisschen die Grenzen, ja, gesetzt. Dann wird es dann nicht mehr wirtschaftlich, wenn man dann 50 Kilo zu viel Gepäck mit rumschleppt. Aber ich denke, das Symbiose so, wie es jetzt geworden ist mit den 50 PS, das hört sich gut an, das sieht gut aus, wie du damit fährst. Und ich freue mich nachher, wenn ich da auch mal eine kleine Runde mitdrehen darf. Aber auf jeden Fall, sieh zu. Fast 30 Jahre nachdem die letzte CX500 gebaut wurde, sind sich Motorradkenner einig. Dieses Bike war seiner Zeit wirklich voraus. Ob Zweizylinder mit Wasserkühlung, H4-Licht, Doppelscheibe am Vorderrad und alle schweren Bauteile nach dem Prinzip der Massenzentralisierung rund um den Schwerpunkt angeordnet. So baut man bis heute Motorräder. Und deshalb sind viele Besitzer heute noch stolz auf ihre Güllepumpen. Ja, das war's jetzt hier im Nordosten von Hamburg, vom Heidbergring. Bei schönem sommerlichen Wetter, Sommeranfang haben wir ja bereits. Leichter Regen macht uns nichts. Wir bauen Motorräder, die auch bei jedem Wetter bewegt werden können. Und im Großen und Ganzen bedanken wir euch wieder, dass ihr zugeschaut habt. Noch nicht von der schönen Elbinsel Krautsand, sondern hier vom Heidbergring aus Geesthacht. Und Sven, was möchtest du noch sagen? Eigentlich nichts. Ne? Ich wünsche euch eine unfallfreie Zeit. Wenn ihr ein Motorrad habt, was ihr gerne vorstellen möchtet, da freuen wir uns ganz riesig drüber. Einfach wieder bekannte Medien benutzen und vielleicht sehen wir uns ja in einer der nächsten Folgen. Ansonsten, Frank, schöner Tag. Macht's gut. Tschüss. Halt die Ohren steif. Tschüss. Und das war's für heute bei Kraftrad TV. Wenn ihr euer Motorrad auch einmal vorstellen wollt, dann schreibt uns eine E-Mail an kontakt@kraftrad.tv oder meldet euch über Facebook.